Okay. Wir nehmen uns das Rohr. Zweimal. Weil der exakte Winkel für unsere Pyramide hier runter ist momentan die Fläche von dem Würfel hier. Und da wir das Rohr nicht direkt, den Zylinder nicht direkt auf den Würfel stellen können, nehmen wir dafür das Rohr, das wiederum zweimal. Jetzt passt der Zylinder direkt dazwischen und ist am Rohr angesetzt. Das heißt, wir benötigen eigentlich die Pflasterung. Das wiederum ist falsch herum. Hier brauchen wir das mal genau anders herum. So. Wo ist der Fehler? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Beim Zylinder genau gegenüberliegen von da, wo wir uns die Kanten ausgesucht haben. Also in dem Falle war es ja hier oben. Liegt dann die Pflasterung auf der anderen Seite. Und das war eben mein Fehler. Aber ist kein Problem. Gut. Das ist das, was ich euch vorhin schon gezeigt hatte. Oder was ihr gesehen hattet. Und damit hatten wir dann auch begonnen. Okay, das war das, was ich euch noch schnell zeigen wollte. Und dann beginnen wir gleich nach dem Cut. Natürlich auch gleich, ob das so funktioniert. Wir sollten genau vorrangig die Spitze schaut hier genau auf die Kante von der Bodenplatte. Und somit ist das nächste Dreieck, was wir angesetzt haben, auch genauso lang wie unsere Bodenplatte. Somit haben wir das schon mal richtig gebaut. Wir gucken gerade. Ja. Okay, gerade gebaut haben wir auch. Dann bauen wir jetzt unsere Pyramide nach unten. Wie groß machen wir sie? Die habe ich nur bei Platten breit bzw. hoch gemacht oder tief. Und ich möchte die gern ein wenig größer haben. Wegen der Landefläche. Und das gefällt mir so überhaupt nicht, dass die hier so stark ausschaut. Und dementsprechend möchte ich allerdings auch nicht im Boden stecken. Wir schauen mal.
Sieht schon gut aus. Aber hier nehmen wir wieder weg. Hier. Das wird wahrscheinlich doch ein bisschen kurz sein. Boden stecken wollten wir nicht. Genau, 5, das ist doch genau richtig. Gut. Die beiden erstmal wieder weg. Dann kommt das hier wieder weg. Und wir bauen die Pflasterung hier oben. Ups, geht noch einer. Die Pflasterung kommt noch wer sind dort 3 Gig Wohnplatten? Okay, 2 hoch. Und Zylinder. Ja. Müsste genau hier der Zylinder, das Rohr, und den Würfel, dann jetzt das Dreieck. Da wir rückwärts bauen.
ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Könnte aber auch daran liegen. Ja. Natürlich. Können wir das so bauen? Oh, nee. Moment.
Richtung gebaut, funktioniert das dann natürlich auch. Bauen wir uns den mal dahin. Dann bauen weiter. Und Kontrolle. Nee, Moment, Moment. Jetzt mal jetzt zwei hin. Mit dem einfachen Grund, wenn wir das hier gemacht hätten, mit zwei, dann hätten wir den Abstand falsch. Jetzt nehmen wir hier den Abstand und zeigen das. Haben jetzt den korrekten Abstand, denn wir hätten ursprünglich, wenn wir jetzt hier zwei Pflasterungen hier hätten, also hätten wir gleich so angefangen zu bauen. Hätten wir hier zwei Pflasterungen übereinander, das würde bedeuten, die Bodenplatte, die dreieckige, würde einmal hier angesetzt werden können, so wie es hier wäre. Und an dieser Kante. Und deswegen ist hier eine Pflasterung richtig, da wir schon auf der richtigen Höhe sind.
Und dann nehmen wir das hier erstmal wieder weg. Denn jetzt können wir die anderen zwei Seiten auch noch aufbauen. Mal wieder. Ups. Zweimal. Da auf die Ausrichtung achten, dass der Zylinder komplett gekippt ist, wenn ihr mit euren Zentrierpunkt auf die obere Kante zugeht. Und nicht woanders hinsetzen, idealerweise. Ja, zweimal. Und jetzt könnten wir diese hier noch austauschen. Gut, das hätten wir vorher machen sollen. Weil die Bodenplatte jetzt natürlich genau entgegengesetzt liegt. Also oben ist unten. Und unten ist oben. Aber das ist nicht so schlimm. Und jetzt noch die Dreiecke. Aus. Unsere Pyramidenseite hier wird fertig. Machen wir das hier ab. Lassen aber die Pyramide erstmal noch die eine hier stehen. Falls wir nochmal nachbauen müssen. Aber ich denke mal, das wird nicht passieren.
mich da so früh gefreut. Ja, aber ist das schade. Sehr lecker. Bauen wir sie ab. Es wäre einfach zu kompliziert gewesen, den Winkel anzupassen, um sich dann hier direkt anzuschließen. Und wie gesagt, es ist mir eh ein wenig zu klein, weil das gefällt mir nicht. Steckt doch sehr arg in der anderen drin. Das ist ein Experiment sozusagen. Ich habe das vorher auch noch nicht gemacht, andersrum aufbauen. Und bis jetzt sieht es aber ganz gut aus. So richtig, 2, 4, 5, die Rollen. Sehr gut. Sieht das Experiment geglückt aus. Das muss ich gleich zeigen, wenn wir die Bodenplatten drauflegen.
ob das dann immer noch so ist. Eine kleine Differenz drin. Ne? Nicht so schön. Ah, ja. Gut, ja, auf die Breite haben wir jetzt geachtet, dass es perfekt liegt. Das ist okay. Nur hier sind wir nicht ganz in der Mitte. Hier ist das. Ein bisschen Differenz, das war klar. Zu viel wollte ich eigentlich nicht. Dafür, dass wir ganz kleines Stück drüber. Kommen wir hier ein kleines bisschen. Was wir sonst nie machen würden. Nein. Okay, das macht es praktischer, dann rutscht die uns nicht so schnell runter. Wir können noch ein bisschen. Ja. Ein bisschen rausrutschen. Geradeaus. In der Mitte sind wir. Ups. Gewesen. Okay.
Das ist schief. Gut. Wir hätten das auch gleich von Anfang an machen können. Das heißt, so hatte ich es ja bei der ursprünglichen Landefläche gemacht. Damit ich hier wieder Wohnplatten auflegen kann. Also mit dieser Wand. Und hat es nicht ganz perfekt gepasst. Gucken. Aber das kriegen wir schon hin. Ziel da. Die Platte passt. Die auch. Ah ja. Ja. Um die Landefläche jetzt hier noch einzubauen. Nehmen wir die kleine Wand. Und uns die hier zweimal. In die Tiefe. Eine Bodenplatte unten drunter. Und uns eine Lichtbox. Die stellen wir willkürlich hin. Machen wir hier. Die stellen wir uns ganz gerade hin. Anschluss zur Mitte. Und jetzt kommt meine nicht unbedingt Lieblingsdisziplin. Der Kabelglitch. Aber es geht eigentlich. Ist gut. Moment, hier bin ich doch falsch, oder? Brauche ich dann meistens schon.
So ist das gut. So gefällt mir das. Okay. Lücke schließen. Dann müssen wir noch den Drahtwürfel einbauen. Okay, gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein paar Bewertungen da. Jahre. Und wem es sehr gefallen hat, vielleicht auch noch ein Abo. Dann verabschiede ich mich für heute und sage damit Tschüss.